Wir haben den 6. Oktober. Ich habe noch die kurze Hose an, aber wir müssen als allererstes da hoch. Absauger mit hochnehmen und dann geht es erstmal ans Schleifen. Und auch die Hölzer sind noch ein bisschen verzogen. Da müssen wir noch ein bisschen Schrauben reinbringen und das alles festmachen. Wir sind ja auf einer befahrenen Straße, deswegen ist das ein bisschen laut, aber der Kaffee läuft. Wir gehen hoch, auf geht's. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ha, mega, let's go! Herzlich willkommen zu Malermeister Klinger, zu einem neuen Video. Hier unten ist mein neues Gerät und es geht los. Da hoch müssen wir Holz schleifen und beschichten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir haben jetzt hier den 6. Oktober, noch in kurzer Hose. Obenrum die Organe warm halten, wir gehen hoch, auf geht's. Da unten steht das Auto, ich bin jetzt hier oben, aber ich wollte es euch noch kurz zeigen. Hinten kommt schon das nächste. Eine dicht befahrene Straße und das ist einfach laut, aber für euch mache ich das. Und nur hier bei Malermeister Klinger bekommt ihr Fassadenvideos, nirgendwo anders. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei, wir legen los, wir schleifen als allererstes und hinten sind meine Maschinen fertig und wir schleifen das mit 120er und mit der Rotex in der Fläche, denn die hat ordentlich Power und da geben wir jetzt ordentlich Gas. Und hier die Ecken, den Rutscher und hier die Rotex und da wird jetzt ordentlich geschliffen, meine Freunde. Und ich möchte euch noch was zeigen, schaut mal hier, die Nägel schauen raus. Das werde ich alles nach dem Schleifen nachjustieren, aber mit Schrauben. Die Nägel sind richtig gewesen am Anfang, damit das Holz, weil es ja noch eine gewisse Restfeuchte hat, arbeiten kann. Aber mit die Jahre muss man halt einfach mal nachjustieren. Ne? Jetzt bin ich tatsächlich das zweite Mal runter, aber ich musste einfach mal schauen, ob der Strom auch funktioniert. Und er funktioniert. 120er Schleifpapier, walkie-talkie. Los! Also auf jeden Fall ist das schon mal die richtige Maschine. Denn wenn das Material so lange schon drauf ist, ist das so hart zum Schleifen. Ja, da muss man halt echt jetzt ordentlich rangehen und ordentlich schleifen. Gell? Das ist einfach so. Das Material ist einfach wahrscheinlich auch ein Wasserlack gewesen oder eine Wasserbeschichtungsfarbe, Wetterschutzfarbe. Und da müssen wir einfach jetzt ordentlich das alles runterholen. Das wird natürlich anstrengend, aber ja, wie willst du es sonst anders machen? Könntest du höchstens noch hergehen und sagen, okay, wir machen da ein, ja, mit Eis das Abstrahlen, dann mit Wasser natürlich, mit Hochdruck wieder arbeiten. Das Ganze müsste dann aber wieder alles trocknen. Ich denke, hier mit dem Schleifen sind wir auch ganz gut bedient. Also, let's go! Autotechnisch ist hier natürlich ganz schön was los, aber da reden wir ein bisschen lauter. Ja, muss ich gleich lachen, ne? Niki Lauda. Okay, also 120er Schleifpapier und ich habe jetzt das Garant genommen, denn das ist härter im Korn als das alte Schleifpapier, was ich noch an Mass da habe. Aber ich will euch noch was zeigen und zwar hier Reißklinge, denn nur mit Schleifen. Es ist wasserbasierter Wetterschutz und da ja, tust du dich echt schwer und deswegen kratzt du das auch alles vorher ab, so wie ich. Einfach alles hier von Hand wegkratzen und dann tust du dich hier mit dem Schleifen wesentlich besser, also einfacher. Gell? Und auch hier in die Zwischenräume einfach mal durchziehen. Ist mühselig, aber ihr seht, es wird. Die erste Etage ist ja fertig, aber das ist ja auch die kleinste. Die letzten paar
Atemzüge für mich zum Schleifen. Also die Etage muss ich noch machen und ich habe ja gesagt 120er Schleifpapier, aber wir haben hier 80er. Und ich habe jetzt noch die kleine Rotex für die Zwischenfelder und heute Nacht habe ich wirklich geschlafen wie ein Stein. Einfach so, fertig von dem Schleifen. Ja, und ich möchte es euch noch mal kurz zeigen. Also, ich kratze es wirklich auf, weil die Farbe ist so porös, da schleifst du einfach einen Wolf. Oder ein Hirsch oder ein Elch. Somit ist ja auch diese Frage beantwortet. Ja, und dann muss ich das eben gut rausschleifen. Jetzt hat mich einer angesprochen, warum nicht abstrahlen, abdampfen. Also abdampfen wäre eine gute Geschichte, aber da müsste ich halt wieder ein paar Tage warten, um das Holz zu beschichten. Und das andere wäre noch mit Trockeneis abzustrahlen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Jetzt nehme ich euch noch mal ganz nah mit für 30 Sekunden und wir schleifen mal ein bisschen was vom Brett zusammen ab. Also Schleifpapierverbrauch ist natürlich enorm, aber ich gebe jetzt Gas, weil ich will heute noch alles abkleben und beschichten. Am Dienstag, morgen Mittwoch, zweiten Anstrich beschichten. Akkugerät ist am Start. Die Akkus der neuen Kraku laden sich auf, damit wir voll Gas Farbe anbringen können. Ja, da ist es. Meine Mittagspause ist rum. Hier ist noch Wasser drin und dann können wir auch gleich mal probieren, wie das ausschaut. Ich schaue gut aus, die Farbe schaut gut aus. Los seid, 152 Wetterschutz. Die disponieren wir jetzt um in den Behälter. Beide Akkus sind startklar, ich habe alles abgeklebt, ich habe Bock. Denn nach dem Mittagsschlaf habe ich wieder ein bisschen mehr Power. Bin total fertig vom Schleifen. Also, wir nehmen hier die Lucite Wetterschutzfarbe, isolierend auf Wasserbasis. Ein super Produkt, habe ich auch schon Garagentor damit gestrichen von Hand. Aber jetzt machen wir das Ganze hier mit der Kraku Ultra Quick Shot. Und das Ganze spritzen wir. Und ich habe aber die Kopfhörer auf, weil ich habe gerade Wasser durchgelassen und ich habe gemerkt, mir ist das zu laut. Ich fülle jetzt alles um. Hier ist es auch sehr laut. Die Autos fahren hier hin und her. Was wollen wir mehr? Spritzen wir. Bitte sehr. Geiles Zeug. Und der Farbton ist Platingrau RAL 7036. Ja, ein bisschen laut, aber tatsächlich, du drückst auf dieses Maschinchen hier vorne auf den Abzieher drauf und bapp, lässt los und sofort hört es auch auf zu sprühen. Wunderbar. Materialtechnisch einwandfrei eingestellt. Ich gebe Gas. Wir machen das zusammen. Guck, dass die Kamera ein bisschen umbaue, dass man das irgendwie geschickt zeigen kann. Hinten die Fassade, das erste Mal beschichtet, ihr habt es jetzt gesehen, und das Material ist angerührt. Und jetzt habe ich nochmal alles angeschaut und werde aufstehende Holzfasern hier mit dem Schleifvlies, ist ein 280er, A280E, da werde ich jetzt nochmal ein bisschen die Oberfläche petten, weil ein bisschen aufstehende Holzfasern sind. Und dann schleife ich kurz durch, schleife das kurz an und dann wird Farbe in den Behälter eingebracht, Akkus sind vollgeladen und dann gehen wir hoch. Hier ist die deckende Beschichtung okay, in Ordnung, aber hier, schaut mal, da werde ich schon ein bisschen anpetten, da wo einfach die roheren Holzstellen sind,
Und da müssen wir einfach ein bisschen rüber. Und die Autos fahren hier schon wieder. Ja, für die Lautstärke 50 Meter hinter mir, 20, kann ich nichts dafür. Zack. Und jetzt kann ich mit meiner Hand auch rüber. Und hier unten, ja, da wird es ein bisschen rauer. Und deswegen gehe ich da immer noch mal drüber. Aber hier kann man eben schön sehen, die gelben Stellen, also schön blockfest, schön isolierend, das Material. Und ich muss auch sagen, es hat sich gestern super sauber machen lassen. Also wirklich klasse. Die Maschine ist top sauber geworden. Meine Hände wirklich genial, mit Wasser sehr gut zu reinigen. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Das Stück habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das hier hinten habe ich schon gemacht. Ich musste jetzt nur noch mal runter, denn ich habe gestern die Maschine sauber gemacht. Und du musst halt hier vorne richtig ein bisschen anziehen, ansonsten rotzt das einfach vorne raus. Wir schmutzen jetzt das Stück zusammen. Material ist eingestellt, wir legen los. Und ich mache jetzt wirklich hier bis zu der Kante und dann gehe ich runter und mache die Bretter in einem Zug runter. Und der Lack, also in der Oberfläche, echt top. So, schauen wir uns die Erstbeschichtung zur Zweitbeschichtung an, denn das ist hier die Zweitbeschichtung und das sieht super aus. Hier drüben haben wir die Erstbeschichtung. Ja, also ich muss sagen, steht ordentlich im Speck, richtig gut. Ich gehe jetzt da runter und dann bringe ich auch gleich die Kamera weg, den Akku ist leer und wir wollen hier alles schön ordentlich durchsputzen. Zweite Beschichtung ist drauf und wirklich klasse. Schaut euch das an. Wahnsinn. Die Sonne kommt von oben. Es weihnachtet sehr, aber noch nicht. Wir haben noch Oktober und es ist wunderbar, das Wetter. Klasse. Also der Anstrich passt. Bin echt zufrieden. Also, hier nochmal die Straße zu sehen und ihr seht, das ist wirklich sehr laut. Aber wir machen jetzt den Abspann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wer mehr wissen will, schreibt es unten in die Kommentare. Wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Euer Malermeister André Klinger. Macht's gut. Ciao.